So geht's. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr trotz schönem Wetter und aufgetischtem Abendbrot noch hier hingekommen seid. Und möchte mich einfach eben kurz vorstellen und sagen, ich bin nicht Göran. Also falls ihr jetzt gekommen seid wegen Göran, weil ihr das gesehen habt, der ist leider nicht da. Ich winke jetzt mal in die Kamera, falls er im Stream zuschaut. Gute Besserung. Göran hat leider vor 2 Tagen, glaube ich, absagen müssen, weil er so krank geworden ist, dass er nicht hier hinkommen kann. Göran hatte mich eigentlich als kleinen Nebenakt eingeplant in dem Vortrag. Ich sollte so ein bisschen was aus der Schule zum Besten geben, damit man mal so einen Lehrer zeigen kann, der das so echt macht. Weil, haben wir Lehrer hier im Raum? Außer mir? Genau. Das war nämlich fast erwartet worden. Nur habe ich jetzt dann gesagt, okay, dann versuche ich das mal so ganz zu machen. Und habe halt gestern noch versucht, den Vortrag irgendwie so ein bisschen rund zu kriegen. Ich fände es von daher eigentlich sehr angenehm, wenn wir entgegen, auch gerade ob der kleinen Runde, die wir jetzt haben, das durchaus locker angehen. Das heißt, wenn ihr Zwischenfragen habt, wenn ihr Bemerkungen habt, wenn ihr Kritik habt, bitte möglichst immer sofort. Wir legen die Mikros direkt hier hin. Vielleicht kann man die sogar hier vorne auf den Tisch legen. Genau. Fände ich angenehm. Also das muss nicht immer so frontal sein. Ich bin das eigentlich nicht mehr gewohnt. Gut. Also mein Name ist Felix Schaumburg, bei Twitter Schip und der Blog EduShift, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Ich sehe gerade, dass die Moderatoren-Notizen nicht hier drauf sind. Egal, ich versuche es mal ohne. Also, Titel ist Kontrollsystem Schule und was die Technik von Captain Kirk an der Schule eigentlich so ausrichtet. Es wird keine Trekkie-Veranstaltung, sondern ich werde ein wenig über Schule, über das, wie Schule funktioniert, über das Kontrollsystem Schule berichten und ein paar Bruchstellen zeigen, wo Schule mit ihrem bisherigen Konzept durch die Digitalisierung und vor allen Dingen durch die Medien und die Smartphones, die die Schülerinnen und Schüler in ihrer Hosentasche haben, in Legitimationsprobleme kommt. Und das wird prognostiziert irgendwann dazu führen, dass sich Schule verändern muss, weil das Konzept, was sie im Moment fährt, wahrscheinlich nicht transformiert werden kann in eine Nachbuchgesellschaft, in eine digitale Kultur. Die Schule hat ein recht ausgefeiltes Kontrollsystem. Zum Beispiel hat sie den Auftrag der Erziehung. Äußert sich darin, dass wir Lehrer die Aufsichtspflicht von den Eltern für die Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler in der Schule sind, übernehmen und diese Aufsichtspflicht natürlich in der Art dann auch annehmen, dass wir die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeiten rund um die Uhr, also die Zeit, wo die Schüler in der Schule sind, kontrollieren, beaufsichtigen. Das führt dazu, dass Flure gesperrt werden in Schulen, wenn dort keine Aufsicht gemacht werden kann, weil es nicht genug Lehrer gibt. Und dass Schülerinnen und Schüler sich eben immer nur in den Bereichen aufhalten dürfen, wo sie der direkten Kontrolle des Lehrers auch ausgesetzt sind. Rückzugsgebiete, klassischerweise, kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie von früher, dann flüchte ich unter die Treppe oder die Raucherecken, sind Ecken, die in so einem Graubereich liegen. Wenn man da erwischt wird, wird man da in der Regel rausgeholt. Es wird nicht aktiv gesucht. Es gibt diese Grauzonen, aber eigentlich sollte man sich immer dort aufhalten, wo man voll beobachtet werden kann. Nächster Bereich sind Prüfungen. Prüfungen sind gerade jetzt im Zuge von Bologna, was ja vor allen Dingen an der Universität wütet, aber auch auf die Schulen irgendwo Auswirkungen hat, zentralisiert worden. Das heißt, wir haben hier auf der Ebene der inhaltlichen, also auf der inhaltlichen Ebene eine totale Kontrolle, dass Schulen im Grunde genommen ihre Abschlüsse nach der 10. und nach der 12/13. Klasse vereinheitlichen müssen, pro Bundesland. Bedeutet, dass ich als Lehrer kaum noch Freiheiten habe, im Unterricht Schwerpunkte zu setzen, die nicht lehrplankonform sind, weil ich gezwungen bin, die zentralen Abschlussprüfungen auch, ja, die Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten. Das ist also eine Dimension der inhaltlichen Kontrolle. Unterricht, da kommt das dann nochmal her, auch ist lehrplangebunden. Das ist die oberste Richtlinie. Die Schulen bauen sich dazu schulinterne Curricula, das heißt, das sind die Lehrpläne quasi dann auf die Schule runtergebrochen. Aber trotzdem haben wir da ein inhaltliches Diktat. Und die Taktung.
Über die Taktung kontrollieren wir natürlich auch ganz stark, weil die Schülerinnen und Schüler quasi lernen, in so einem Rhythmus zu arbeiten. Also es geht hier nicht um den Lernprozess im eigentlichen Sinne, sondern das Aneignen eines Rhythmuses im 45-Minuten-Takt. Manche Schulen machen den 90 Minuten, es gibt auch Schulen mit 60 Minuten, aber danach ist definitiv Schluss. Das heißt, egal wie weit die Brücke in Lego, das war jetzt gerade so die Sache, vielleicht gebaut ist und es fehlt jetzt nur noch der Schlussstein, wenn es klingelt, wird der Schlussstein nicht mehr gesetzt, dann kommt Mathe dran. Und die Schülerinnen und Schüler lernen da relativ schnell, dass es sich nicht lohnt, mit einem Thema wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Also das ist so eine, weil es kommt eh das nächste Fach und ob ich mich dafür interessiere oder nicht, ist auch egal, weil der nächste Lehrer nimmt mir meine Mathe-Sachen weg, auch wenn ich gerade Spaß daran habe, und legt mir die Englisch-Sachen vor und sagt, aber jetzt mit voller Intensität Englisch. Und das ist hochgradig demotivierend. So, dann haben wir noch ein generelles Problem mit Schule. Das wird allerdings auch mit in der Pädagogik schon länger diskutiert. Eigentlich ist es eher eine philosophische Frage. Wir haben mit der Schulpflicht, die wir ja haben, Schulpflicht, eine Zwangsveranstaltung, eigentlich die hehre Absicht, Schülerinnen und Schüler zur Selbstständigkeit zu erziehen, zur Freiheit zu erziehen. Also wenn die Schule verlassen und ins Leben gehen, sollen die mündige Bürger sein. Das Ganze aber in einem System angelernt, was eigentlich hochgradig zwanghaft ist. Und diesen Widerspruch versuchen die Pädagogen natürlich immer wieder durch schöne Formulierungen und sowas dann auch aufzumachen. Es geht irgendwie um Selbstständigkeit, es geht um Freiheit der Schülerinnen und Schüler dann auch in einzelnen Prozessen. Entscheide dich jetzt frei. Und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du das oder das machen möchtest. Das ist ein Paradox, aber da gibt es dann Momente der Freiheit auch in dem System. Insgesamt ist es aber eigentlich ein sehr, ja, also die Grundstruktur der Schule ist da Zwang und Kontrolle. Und das möchte ich jetzt einfach erstmal so festhalten. Also die Schule ist vom System her etwas, was für das Kontrolle kein Problem ist, sondern ein wünschenswerter Zustand. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen, Kritik? Gut. Ich würde jetzt gerne auf das Thema gibt es da? Ja, wenn du den Präsenter anschaltest, kannst du damit auch. Ach so, ja. Ist, glaube ich, ja, kann ich auch machen. Ich bewege mich so gern so ein bisschen. Ich sitze ja schon. Ne? Jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Oh, super. So. Okay, also ich möchte gerne das System Schule ein bisschen erklären und vielleicht versuchen, Rechtfertigung dafür zu finden, warum das System Schule so ist, wie es ist. Und dafür möchte ich einen kurzen Exkurs machen auf die sogenannten Leitmedien in der Geschichte, mich dabei vor allen Dingen auf Giesecke und Rügrin berufen und dann deutlich machen, warum die Buchkultur eigentlich der Grund ist dafür, wie wir Schule heute kennen. Also, dass Schule und Buch ganz, ganz stark vernetzt sind. Wir haben in der Geschichte verschiedene Leitmedien gehabt. Leitmedien sind jetzt hier, ja, ich zeige es einfach mal, zum Beispiel die deiktische oder orale Phase, wo erst gestisch, dann vor allen Dingen oral kommuniziert worden ist. Das war das Hauptkommunikationsmedium, also Leitmedium im Sinne von generalisiertes Kommunikationsmedium, was dem primären Informationsaustausch zu einer bestimmten Zeit dient. Sinn davon vor allen Dingen Koordination bei Absprachen innerhalb der Dorfgemeinschaft, aber zeitlich nicht nachhaltig, sondern immer nur auf Basis der mündlichen Absprache eben. Dann kommt die skriptografische Phase, die Erfindung der Schrift, um 3000 vor Christi in Mesopotamien das erste Mal aufgetaucht, wo Menschen plötzlich anfangen konnten, langfristig über die derzeitige Saison hinaus Planungen anzustellen, Lagerhaltung zu überlegen. Auch das erste Mal sowas wie einen Pyramidenbau überhaupt zu planen, das ja generationsübergreifendes Projekt ist
und rein über mündliche Mitteilungen überhaupt nicht machbar wäre, sondern man muss Planungen anstellen, man muss Berechnungen machen, man muss Dinge festhalten, die dann weitergegeben werden können. Das sind halt Dinge, die erst mit der Erfindung der Schrift auch entstehen konnten. Und dann, das, was wir alle kennen, ist im 15. Jahrhundert die Entdeckung des, oder die Entdeckung nicht, die Erfindung des Buchdrucks, der beweglichen Lettern durch Gutenberg, wobei es ja auch nicht Gutenberg alleine war, sondern das ist ja durchaus eine sehr breite Zeit, in der der Buchdruck erfunden worden ist, der im Folge dessen aber zu einer gesteigerten, zu einem gesteigerten Austausch von Informationen geführt hat. These beispielsweise, dass wir ohne diesen Buchdruck den Prozess der Industrialisierung gar nicht mitbekommen hätten, weil durch die Forschung und durch die Wissenschaft, die der Buchdruck befeuert hat, überhaupt die Menschen erst diesen technologischen Sprung in der Entwicklung machen konnten. Und jetzt eben seit, ich habe jetzt hier, also das Datum ist ein bisschen schwierig, seit den 50er Jahren, so mit der Erfindung der, oder ja, mit der Erfindung der ersten digitalen Computer, eine digitale Phase, die ansetzt, die die Kommunikationsarten grundlegend verändert. Herausforderungen, denke ich, haben wir genug. Und wenn wir an Projekte wie den Klimawandel denken, dann sind das Dinge, die nicht mehr allein auf Basis von Papier erledigt werden können oder von Druckerzeugnissen, sondern da ist eine weltweite Koordination nötig, die einfach auf einem digitalen, auf einem von alle um also alle mit der Möglichkeit und Beteiligung versehene einfach viel, viel besser gemeistert werden können. Ich habe jetzt ein paar längere Zitate, die ich teilweise lese, aber teilweise auch einfach nur dann noch kurz erkläre. Und zwar aus verschiedenen Büchern, die das, was ich jetzt gerade so angedeutet habe, noch mal ein bisschen untermauern sollten. Also in dem Moment, wo das Buch erfunden worden ist, ging es darum, wie gehen wir mit diesem Medium um? Und man hat vor allen Dingen die wertvollen Dinge vererbt, die man für wertvoll empfunden hat, dass die nächsten Generationen sie auch weiterbekommen. Das heißt, man hat geschaut, dass alles Wichtige in dieses Buch reinkommt. Was man dafür brauchte, war eine Normierung. Denn in dem Moment, wo ich Dinge aufschreibe, und zwar nicht nur handschriftlich, wo der Leser in der Regel dann auch den Autor kannte, sondern ein Buch veröffentliche, was unbekannte Menschen sehen, muss ich einen Standard entwickeln, muss ich Normen entwickeln, wie Bücher gelesen werden können. Direkt daran anschließend entwickelt sich die Wissenschaft, die Normen findet für ihre eigenen Prozesse, wo man eben sagt, wie bauen wir die Wissenschaft auf, wie machen wir Herleitungen von Thesen und so weiter. Und das ist eben die These dann von Michael Giesecke. Ohne dieses Medium gäbe es auch keine allgemeine Schulpflicht, keine Aufklärung, keine industrielle Massenproduktion und auch keine Wissenschaft, die nach allgemeinen Wahrheiten sucht. Das würde ich jetzt gerne erstmal als These so stehen lassen. Ich finde sie sehr, sehr schlüssig und reizvoll. Wer da näher reingehen möchte, kann das auch gerne noch tun. Ich habe gleich noch ein paar Zitate, aber Michael Giesecke von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft, lustigerweise als Papierbuch vergriffen, aber als E-Book noch zu erhalten. Damit erzwingt die neue Form des gedruckten Buches eine qualitativ neue Methode, Wissen zu organisieren. Eben nochmal, weil eben der Leser nicht den Autor des Buches mehr kennt. Das geschriebene Buch wurde in Klöstern in der Regel multipliziert und von da aus dann an bestimmte Personenkreise verteilt. Das war noch die Massenproduktion des geschriebenen Buches. Briefe waren aber in der Regel ganz spezielle Kommunikation zwischen zwei sich kennende Empfänger. Der Buchdruck ermöglichte jetzt erstmalig, dass innerhalb einer Nation Bücher rezipiert werden konnten. Das heißt, ich konnte Gedanken an alle Menschen, die sich potenziell dafür interessieren, verteilen. Das war neu, das ging vorher nicht. Und die strenge Linearität, die Einteilung in Abschnitte, die Vereinheitlichung der Orthographie und der Grammatik
können in gewisser Weise auch als Methode zur Organisation des Denkens selber verstanden werden. Ich kann ein Buch nur schreiben, wenn ich weiß, dass der andere das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähnlich interpretiert, wie ich es beabsichtigt habe. Dafür sollte ich möglichst so schreiben, dass der andere versteht, was ich schreibe. Das heißt, ich fange an, das Wissen oder beziehungsweise die Art und Weise, wie ich denke, die Art und Weise, wie ich arbeite, in einen kulturell einheitlichen Modus zu bringen, um überhaupt in den Austausch zu kommen, der sich ermöglicht, dadurch, dass jetzt die Bücher in alle Winkel, und ich rede jetzt mal einer Nation, verteilt werden konnten oder eines Sprachraumes, kann man vielleicht auch weiterfassen. Mit Nation und Deutschland im 17., 18. Jahrhundert ist ja schwierig. So, und jetzt versuch, also die Idee, dass Schule quasi dafür instrumentalisiert wird, genau diese Vereinheitlichung auch unter die Menschen zu bringen. Dieser Gedanke schließt sich da jetzt, glaube ich, relativ schnell an. Und wenn wir uns anschauen, dass die ersten Schulgründungen oder die erste Schulpflicht, ich glaube in Pfalz, ich habe den Namen in den Notizen geschrieben, um 1540 passiert sind und dann im 18. Jahrhundert eben auch die Schulpflicht in Preußen und dann mit der Weimarer Republik auch die allgemeine Schulpflicht in Deutschland eingeführt worden ist. Aber es fing relativ früh an, dass einzelne Staaten auf dem deutschsprachigen Gebiet eben die Schulpflicht eingeführt haben. Ist das mit ein Grund, weil die Notwendigkeit gegeben war, dass man sagte, wenn du teilhaben möchtest an dem Wissen der Welt, dann musst du dich dieser Standards bekannt machen und dann musst du lesen können, schreiben können und zwar in einer standardisierten Sprache, damit du lesen kannst, was die anderen an Gedanken formuliert haben. Und alle, die sich diesem Prozess nicht angeschlossen haben, sind mittelfristig einfach marginal geworden. Und das Gleiche könnte man auch einfach auf heute beziehen. Also das ist jetzt erstmal noch ein Rückblick in historischen Epochen, in denen Substitutionsprozesse die Oberhand gewinnen, verlieren die Kulturen ihre Identität. Es können sich keine Traditionen über die Generationsgrenzen hinweg bilden. Steht andererseits das Bewahren im Vordergrund der Kulturen, so können diese auf Veränderungen ihrer Umwelt kaum reagieren. Sie sind nicht anpassungsfähig. Ja, das ist jetzt nochmal die Konsequenz aus der Schule, der Einführung der Schule, dass eben die Gleichschaltung im Grunde genommen die konsequente Verwirklichung des typografischen Zeitalters ist. Alle machen zur gleichen Zeit das Gleiche. So, Schule heute ist jetzt am Ende dieser Buchkultur im Grunde genommen angekommen und wenn wir uns anschauen, wie mit Schulreformen umgegangen wird, dann stellen wir fest, dass wir in Deutschland noch viel, viel stärker als in fast allen Ländern auf der Erde an dieser klassischen Form der Schule festhalten. Wir haben Schulprojekte, die weitaus riskanter sind in vielen anderen Ländern und in Deutschland haben wir immer noch diese Dreigliedrigkeit, die eigentlich eine X-Gliedrigkeit ist, weil es noch unterschiedlichste Schulformen gibt und Bildungsföderalismus, der jedes Bundesland seine eigene Sache machen lässt, das hat Vor- und Nachteile, die möchte ich nicht bewerten, aber wir hängen ganz, ganz stark an dieser Schule, weil wir alle da durchgekommen sind und wir sagen alle, da ist doch auch was Gutes dabei. Und der Grund dafür, dass gerade Deutschland so stark daran hängt, liegt vielleicht auch daran, dass wir gerade auch an dem Buchdruck extrem stark hängen. Wir genießen es, hier bei uns die Hardcover-Bücher zu haben mit einer guten Qualität. Wir haben einen unglaublich hohen Wert, kulturell gesehen, sehen wir im Buch. Wer ein Buch mit sich herumträgt, gilt etwas. Wir sehen es auch hier bei einzelnen Piratinnen und Piraten. Einige haben ein Tablet dabei, aber einige tragen ganz bewusst ihre Kladde, Moleskine natürlich und ein Buch. Ich glaube, das war es noch nicht mehr. Aber also man macht damit ein gewisses Statement. Ja? So, und jetzt mit diesem Gefühl
sind die meisten Lehrer, also ich glaube, der Durchschnittslehrer in Deutschland ist knapp 50. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, Google ist 98 groß geworden, ist 13 Jahre alt. Die Welt hat sich in den letzten 13 Jahren verdammt stark schon verändert. Ich kann das noch ignorieren, aber es wird immer schwieriger, das zu ignorieren. Aber ein Großteil der Lehrer in Deutschland ist in einer Welt groß geworden, in der das Internet eigentlich keine Rolle spielte und in dem der Computer im Studium eigentlich auch noch kaum eine Rolle spielte. Die haben also in der Regel ihre Literaturrecherche noch mit diesen großen Platten gemacht, deren Namen ich im Moment überhaupt nicht weiß. Oliver, weißt du, wie die Dinger heißen? Die in den Mikrofisch? Wie? Mikrofisch? Ja, Mikrofisch, diese Dinger, genau. Also Mikrofisch, nicht kleine Fische, sondern ja, Filme, so mit Lupe und so. Weiß ich mir auch, als ich das erste Mal in die Uni gegangen bin, da war ich klein, da hat mich meine Tante mitgenommen und dann musste man so schwarze Platten runterschieben und mit der Lupe ranzoomen und dann so, ja? Das ist die Zeit, in der viele Lehrer sozialisiert worden sind. Und das war gut. Da ist der Lehrer in den Klassenraum gekommen und konnte sagen, ich bringe das Wissen mit. Ich definiere jetzt, was heute gelernt wird. Ich sage euch, was ihr lernen müsst, weil ich weiß, was ihr lernen müsst. Ich habe das nämlich gelernt selbst und jetzt gebe ich das euch weiter. Und wenn ihr meint, das wäre falsch, dann könnt ihr nirgendwo gucken, weil ihr habt nichts, ihr habt nur mich. Vertraut mir. So, das ist so ein Selbstverständnis, das überziehe ich jetzt ein bisschen, aber im Grunde genommen war es das. Klassen sind vollkommen offline geschaltete Räume, eine Bibliothek in den Schulen gab es in der Regel nicht und wenn, war sie klein und man konnte auch nicht immer reingehen. Das heißt, der Schüler hatte eigentlich keine andere Möglichkeit, als sich absolut dem Wissen des Lehrers zu unterwerfen. So, wenn ich das jetzt nochmal überspitzen würde, könnte man sagen, das ist in einer gewissen Art und Weise eine Sklaverei, die da betrieben wird, im Sinne von, die Schülerinnen und Schüler sind ihren Freiheiten beraubt worden. Das muss man jetzt nicht unbedingt so zitieren, ich möchte das nur als Bild nehmen, weil klar ist, dass dieser Zustand nicht ewig gehalten werden kann. Und genau da kommen wir nämlich heute rein. Wir stellen fest, dass die Grundannahmen der Schule an verschiedenen Punkten einfach kaputt gehen. Und solche Punkte, wo wir in Schulen heftigste Abwehrreaktionen erleben, ist beispielsweise das Handy, was Handyverbote an den Schulen provoziert. Und zwar nicht nur an Einzelnen, sondern in der Regel gilt ein absolutes Handyverbot an Schulen. Schulfilter, es gibt ganz viele Schulen, die haben kein freies Internet, sondern die haben eine Proxy davor geschaltet, der eine Whitelist beherbergt, die von verschiedenen externen Institutionen gemacht wird. Also wenn wir hier irgendwie über Zugangserschwerungsgesetz oder sowas sprechen, an den Schulen haben wir kein freies Internet in den meisten Fällen. Es ist fahrlässig von den Schulen, das Internet komplett freizuschalten und nicht einzelne Seiten zu löschen, Erziehungsauftrag. Wenn ein Schüler nämlich einmal eine Pornoseite besucht haben sollte im Unterricht und ich verhindere in Zukunft nicht, dass er das nochmal tut, komme ich meinem Erziehungsauftrag und meiner Aufsichtspflicht nicht nach. Das heißt, ich muss quasi in diesem Denken einen Filter einbauen, damit der Schüler nicht nochmal den gleichen Fehler machen darf. Facebook-Warnungen, ja, das ist ein klassisches Beispiel. Ne? Lehrer, dürfen sie bei Facebook sein, dürfen sie nicht bei Facebook sein? Da kann man Talkshows mitfüllen. Da gibt es auch direkt die erste Meldung. Ja? Mikro. Ist es nicht ein bisschen eine steile These, dass diese Abwehrmaßnahmen stattfinden, weil die Lehrer um ihr Informations- und Wissensmonopol innerhalb des Schulraums fürchten? Ja, es ist eine sehr steile These und ich möchte das auch nicht unbedingt auf den Einzelnen, also die Schuld dem einzelnen Lehrer da quasi zuschieben, sondern ich versuche das systemisch jetzt zu sehen. Also das System Schule führt zu dieser Abwehrreaktion und in der Tat findet eine Abwehrreaktion statt und ich glaube aber, dass kaum ein Lehrer das argumentieren würde mit, die Schüler sollen nicht sich Informationen holen, weil das widerspricht dem pädagogischen Ethos, den man hat. Ich möchte den Schüler natürlich bilden und deshalb soll er sich alle Informationen holen von allen Quellen, die ich ihm bereitstelle. So, das ist der wichtige Punkt dabei. Also von daher, es ist eine steile These, man kann den Vorwurf nicht jedem Lehrer machen, aber so als Grundstruktur dahinter zu erkennen, glaube ich das schon.
ich sag noch mal eben kurz, einmal nur eben Unschultrojaner, weil das ist im letzten Herbst ja groß hochgekocht, wo dann eben plötzlich sogar die Schulbuchverlage kamen und sagten, wir kontrollieren jetzt auch wegen Urheberrechtssachen auch die komplette Schule, weil es kann nicht sein, dass ihr anfangt, Arbeitsblätter digital zu kopieren. Das, was für meinen Arbeitsprozess und Schreibtisch also gilt, dass ich digitalisiere, wo ich digitalisieren kann, weil es das Sinnvollste ist, was ich machen kann, damit ich nicht dicke Schultaschen mit mir rumschleppe, darf ich als Lehrer in der Schule nicht. Ja. Schulbücher zu digitalisieren ist verboten. Das heißt, wir merken, da funktioniert einiges nicht mehr. Jetzt können wir gerne noch mal eben eine Runde machen. Oliver, du hattest erst und dann, oder andersrum, ist auch okay. Also das mit dem Schultrojaner ist dann ja nochmal eine andere Ebene. Also da sind es dann sozusagen die Lehrer, die versuchen, einen Informationsmonopol zu durchbrechen oder... Deshalb meine ich, es ist nicht, also wir können das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, auch mit der Herleitung der Schule als Teil der Buchkultur, bezieht sich nicht auf den einzelnen Lehrer, sondern ist eine Grundstruktur hinter dem System Schule. Und ich würde das gerne so generalisiert von außen einfach erstmal betrachten und keine Schuldzuweisungen versuchen. Ich hatte nur eine Anmerkung zu dem Thema quasi Verhinderung von Wissenszugang oder Zugang zu Wissen. Ist zwar ein Beispiel von einem Professor, ist zwar aus der Uni, aber es gibt da tatsächlich die Aussage, dann ging es auch um das Thema, naja, Laptop dabei haben und so weiter, was macht man damit? Das ist natürlich eine Ablenkung. Und dann kam tatsächlich das Zitat von jemandem, naja, besonders toll, in Häkchen, finden Sie es ja immer, wenn die Leute gleich im Internet nachgucken und ihn korrigieren würden. Also da ist das gar nicht erwünscht, dass das eine andere Meinung irgendwo reingeholt wird und eingebracht wird. Das kam aber von einem Studenten oder vom Professor? Die Aussage kam von einem Professor, der findet das überhaupt nicht lustig. Also er will also genau dieses Verbieten von Medien, um überhaupt Zugang zu weiterem Wissen außerhalb dieser eigentlich Offline-Zone zu haben. Ja. Die Offenheit ist aber nicht unbedingt, glaube ich, die Regel. Aber das ist wahrscheinlich auch schon ein älterer Kollege, der einfach sagt, ich möchte mich... Egal, da müssen wir jetzt auch nicht spekulieren. Gut. Ein kleines Beispiel für den Einsatz von Medien im Schulhaus, weil das würde ich jetzt einfach gerne da mal zeigen, so Captain Kirk, ne? Also das ist jetzt noch nicht Captain Kirk, aber da fängt es an, dass es bricht. Handyverbot wird noch argumentiert, auch dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule einfach nicht ständig telefonieren und nicht erreichbar werden soll. Das soll ein Schutzraum sein, wo die Eltern auch mal nicht drankommen und es ist... nicht nötig, dass sie SMS schreiben, weil die ja auch soziale Kontakte da eigentlich haben. So, das ist diese ursprüngliche Gedanke hinter dem Handy, wo das Handy aber auch hauptsächlich telefonieren und SMS schreiben konnte. Parallel dazu hat man dann gesagt, ja, okay, es gibt aber die elektronischen Geräte, die sind okay. Ich mache jetzt, konstruiere ein Beispiel. MP3-Player. Das heißt, man sagt dann, Musik grundsätzlich ja nicht schlecht, die Schüler haben den ganzen Morgen gearbeitet. Man könnte doch eigentlich jetzt sagen, die dürfen sich mit dem MP3-Player gerne mal in die Ecke setzen. Sollen sie ein bisschen hören, ist okay. Funktioniert auch. Funktioniert auch jahrelang. Bis dieses Ding kommt. Und jetzt haben wir ein Problem. Weil nämlich dieses Ding plötzlich nicht mehr nur ein MP3-Player ist, sondern auch noch ein Videoplayer, ein Fotowiedergabegerät und das Böseste von allen, eine Kamera hat. Und darauf mussten die Schulen so reagieren. Und plötzlich darf man an den Schulen als Beispiel konstruiert, nicht mal mehr MP3-Player hören, weil es keine reinen MP3-Player in der Regel mehr gibt. Und da man sich nicht in die Diskussion bringen möchte, ob man jetzt MP3-Player und ein Smartphone hat oder ein MP3-Player, aber ohne Videoaufnahmefunktion, weil man ja die Schüler untereinander auch schützen möchte, weil sonst könnte man ja Mobbing filmen und das ins Internet stellen und dann wird es nicht mehr eingedämmt und so, ist das komplett verboten. Was machen Schulen hier? Sie stellen fest, ups, wir kommen unserer Aufsichtspflicht nicht mehr nach. Wir können das gar nicht mehr richtig kontrollieren. Wir müssten jetzt pädagogisch intervenieren. Das entzieht sich aber in Teilen unserer eigenen Erfahrung. Das heißt, ich kann da möglicherweise in bestimmten Bereichen gar nicht richtig, auch weil ich die Zeit nicht habe, dem Schüler jetzt zeigen, was er richtig und was er falsch gemacht hat, wenn er wirklich Aufnahmen machen sollte. Also nehmen wir die Holzhammer-Methode. Entschuldigung des Gleichnisses. Also machen wir jetzt erstmal eine klare Linie und sagen Handyverbot. Das Problem ist, das ist der Anfang. Und da, so wenig wie das Internet weggehen wird, so wenig gehen diese MP3-Player weg und inzwischen hat kaum noch ein Schüler MP3-Players, weil die laufen alle mit Smartphones rum. Die Smartphones können jetzt aber sogar noch mal wieder Internet.
Das heißt, theoretisch könnte man sogar im Gegensatz zu einem iPad, wo man wirklich sagen will, das ist ein reines Konsummittel in erster Linie, kann man mit den Dingern jetzt sogar schon wieder fast produktiv arbeiten. Ich kann damit in Wikipedia nachschlagen, ich kann damit Recherchen machen lassen. Die Schule geht damit rum, indem sie sagt, okay, es ist insgesamt verboten, aber im Unterricht könnte man es zwischendurch mal einwenden, wenn der Lehrer es explizit erlaubt. Da öffnet sich dann was. Ja? Aber Dauerlösung ist es nicht, denn wenn das dicke Ende noch kommt, beispielsweise, da haben wir ein echtes Problem. Denn es ist nicht klar, dass diese Google-Brillen, also erstens nur die Google-Brille bleibt und zweitens, dass die immer so gut sichtbar sind wie hier. Das heißt, wir müssen tendenziell davon ausgehen, dass Technik immer mehr verschwindet. Dass also Technik immer mehr ein Teil unseres eigenen Körpers auch in einer gewissen Weise wird. Ich habe auch Technik auf. Ja? Und genauso kann ich mir einen Knopf ins Ohr tun oder irgendein Applet irgendwo hin tun, ich weiß gar nicht, was es da alles geben könnte. Will die Schule da wirklich in Zukunft digitale Geräte komplett verbieten? Ich meine, heute könnte man schon die Frage stellen, was ist mit dem Rollstuhl oder mit dem Kopf, Ohrhörern? Ja, ne? Also, das sind ja auch digitale Geräte. Ja, die sind erlaubt, da muss man jetzt nicht klinkefitzerisch sein. Ne? Aber wir kriegen ein echtes Problem als Schule. Das heißt, wenn die Schule weiterhin versucht, es zu verbieten, weil sie nicht weiß, wie sie damit umgehen möchte, richtig, weil sie immer das Bedürfnis hat, das, was in Schule gemacht wird, zu kontrollieren, das, was in Schule gemacht wird, erzieherisch zu begleiten, und zwar immer direkt erzieherisch zu begleiten, da funktioniert das nicht. In der Kultur, die auf dem Buchdruck basierte, wo Informationen nicht fließen konnten, sondern immer getragen werden mussten, funktionierte dieses Raster. Da konnte ich ein Buch verbieten, da konnte ich das Lesen verbieten. Die Problemlösung, die die Schulen hier ansetzen, ist absolut adäquat für die Buchkultur. Aber sie funktioniert eben nicht mehr in einem liquiden, in einem kooperativen, neuen Medium. Weil eben es nicht mehr nachweisen, wenn ich diese Google-Brille aufhabe und mache Fotos, dann kann ich als Lehrer nicht mehr nachweisen, wer wann welches Foto gemacht hat. Ich muss grundsätzlich davon ausgehen, dass alles aufgenommen werden kann. Das ist ein Graus. Ich fände es lustig. Ja? Aber man kann das so und so sehen. Und da merkt man eben, und vielleicht ist es in Unternehmen auch so, das kann durchaus sein, aber es gibt eben auch andere Unternehmen. In Schulen haben wir da eine sehr große Übereinstimmung, dass das gefährlich ist und dass man sich dagegen erstmal wehren muss. Und das könnte ein Problem sein. Die Frage, die man sich stellen muss, drohen denn jetzt durch die neuen Technologien irgendwie Ablenkung, Zerstreuung und Chaos? Das, was alle vermuten. Wir haben das ja die letzten Tage auch irgendwo durch verschiedene Bücher, die durch die Medien gegangen sind, so ein bisschen alle unter die Nase gerieben kommen, wie sie alle demenz werden und dumm werden. Oder entstehen vielleicht doch Chancen für Mündigkeit und Emanzipation? Das heißt, dass wir anfangen, eben genau darüber auch in einen Austausch zu kommen, dass wir dieses unsägliche Wort Medienkompetenz nicht mehr nur als leere Floskel haben, die man haben müsste, sondern die ist notwendig. Weil ich nämlich ohne einen kompetenten Umgang in diesen Medien, und das betrifft vor allen Dingen vielleicht die ältere Generation, nicht richtig damit agieren kann. Den Jüngeren fehlt Kritikfähigkeit, den Jüngeren fehlen die gleichen Kompetenzen, die ihnen immer schon gefehlt haben. Das Problem ist, dass wir jetzt den Punkt haben, dass die Älteren in der Regel nicht sozialisiert worden sind in diesem Medium und deshalb ihre Dinge, die sie ihnen beibringen möchten, wie beispielsweise, dass man Quellenkritik üben muss, aber immer noch alles auf Basis von Papier machen. Und das ist für die Jugendlichen irrelevant. Wir haben eine Bibliothek bei uns an der Schule, die wird selten besucht. Da sind Schüler drin, vor allen Dingen jüngere Mädchen, die lesen ganz viel. Aber als Recherchewerkzeug sind Bibliotheken einfach überholt. Das muss man einfach sagen, es ist ein toller Raum. Bibliotheken haben was Unglaubliches Romantisches. Ich finde, das hat was. Ja? Da haben Menschen studiert. Da lebt was, da arbeitet, atmet was. Aber es ist für eine Recherche einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, das überspringe ich jetzt mal, weil wir schon relativ weit sind. Hier ist ein schönes Zitat von Jeff Jarvis, was ich finde, dass diese Ambivalenz deutlich macht. Das ist, was Macht macht, sich selber verteidigen. Und das macht Technik, stören.
Wir erleben einen Kampf zwischen Macht und Veränderung. Er hat das auf irgendwas anderes bezogen. Ich weiß gar nicht mehr auf was. Ja, war es das? 2011. Könnte sogar irgendwie... Ja, äußert sich viel. Aber ich fand das ein schönes Bild, einfach um so dieses... Die Technik stört in diesem Setting der Schule. Ja? Aber sie geht eben nicht mehr weg. So, und wenn man das beides akzeptiert, muss man irgendwie eine Lösung versuchen zu finden. Und das sind halt so ein paar Forderungen, die... Hält, gut. Ein paar Forderungen, die man formulieren könnte, die Fichtner, beziehungsweise Rückriem im Buch von Fichtner, nicht ganz, also ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert, sondern übernommen, schaffen einer allgemeinen Kommunikationsfähigkeit in den globalen Netzen. Die Schüler müssen sich ausdrücken können. Die Schüler müssen lernen, wie man mit Kommunikation umgeht. Ist viel, viel wichtiger als Briefe schreiben bisher, weil viel, viel mehr kommuniziert wird. Die Zwischenfrage? Ja. Muss man so hochdrücken unten. Also ich glaube, dass nicht die Schüler in erster Linie Kommunikation lernen müssen, sondern ich glaube, dass die Lehrer in erster Linie Kommunikation lernen müssten. Wenn ich jetzt die Erfahrung, die ich jetzt in letzter Zeit mit Lehrern gesammelt habe, irgendwie zusammenfassen müsste, würde ich sagen, die Leute haben nie gelernt, die Kommunikation, die wir heute pflegen, die wir jetzt hier heute pflegen, irgendwie auf ihr Lebensstil zu projizieren. Das ist die Erkenntnis, die ich in den letzten halben Jahr gemacht habe, als ich mit Lehrern über solche Themen gesprochen habe. In der Regel erkennt man Lehrer nach wenigen Minuten, die man mit ihm im Gespräch sind. Ist, ja. Und ich bitte, das zu entschuldigen. Aber es ist in der Tat so. Und vielleicht liegt es aber daran, dass die Art und Weise, wie sie in der Regel 80% ihres Tages kommunizieren, eine ganz stark hierarchisch strukturierte Situation ist. Weil sie sich eben nicht als Lernender unter Lernenden verstehen, sondern in der Regel immer noch als Wissensträger zu den Unwissenden. Interessanterweise fängt der Wikipedia-Artikel für Lehrer damit an, Lehrer sind dazu ausgebildet, Schülern Wissen beizubringen. Das ist genau diese Vorstellung, die sich auch noch in der Wikipedia im Moment findet. Da müssen wir mal dran übrigens, das kann so nicht stehen bleiben. Ja. Ja, ich wollte es nur noch mal kurz sagen, was das ja auch eine Umkehrung deiner These ist. Also von daher wäre es, dass wir den Schülern Kommunikation beibringen müssen, wir müssten eigentlich im Prinzip den Lehrern Kommunikation beibringen. Weil die Schüler, die lernen das. Die lernen das von ganz alleine. Kommunikation. Und wenn sie Lehrer haben, die ihnen das vorleben, die ihnen Kommunikation auch kompetent und auch kritisch beibringen können, dann adaptieren die Schüler das. Okay, dann muss ich das genauer machen. Das würde ich nicht als Widerspruch für meine These, sondern Unterstützung. Denn wo lernen Schüler das? Außerhalb der Schule. Und wenn wir jetzt überlegen, wie müsste Schule in Zukunft gestaltet sein, dann müssen wir das in Schule reinbringen, diese Kompetenz. Und dann in der Tat ist der erste Punkt, dass wir die Lehrer fit machen in der Art und Weise, wie die Schüler kommunizieren, damit er den mitnehmen kann, den Schüler, und all die Kompetenzen, die er vielleicht noch nicht hat, der Schüler, dann beibringen kann. Ja, keine Frage. Ja, das fand ich gerade interessant, wie du selbstverständlich gesagt hast, im Moment lernen die das außerhalb der Schule und das müssen wir in die Schule reinbringen. So fand ich jetzt witzig, dass halt die Schule meint, sie müsste alles machen. Weil oftmals höre ich auch von Lehrern, dass sie sich darüber beschweren, dass halt Eltern heutzutage meinen, alles müsste in der Schule passieren und sie zurückfragen, können die ihre Kinder nicht mal selber erziehen. Dass ich jetzt von dir so hört, so, ja, da passiert irgendwas mit Kindern, das muss selbstverständlich in der Schule passieren. Warum eigentlich? Weil, also das ist... Ich meine, Kommunikation ist doch nichts, was in die Schule gehört. Also ausschließlich in die Schule gehört. Nee, nicht ausschließlich, aber... auch nicht vorrangig. Ich meine, wenn wir weiter von dem Dualismus ausgehen, Schule und Leben, und wir sagen, dass wir im Leben eigentlich andere Kompetenzen in Zukunft brauchen, als wir das bisher hatten. Bisher haben wir die Schüler ausgebildet für eine Industriekultur, deshalb auch diese Taktung. Wenn wir sagen, dass wir in diesem
in der heutigen oder vielleicht sagen wir sogar morgigen Welt, weil die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in der Schule sind, gehen da in 10, 15 Jahren raus aus Ausbildung und Studium, andere Kompetenzen brauchen, die viel, viel mehr kommunikationsbasiert sind, als das bisher der Fall war, dann muss Schule, wenn wir weiter Schule als Institution der Gesellschaft denken, die Schülerinnen und Schüler generational Wissen überträgt und vorbereitet auf späteres Leben, müssen wir das Teil der Schule werden lassen. Ja, ja, weil es sonst nicht funktioniert, genau. Aber nein, wir können... Ja, aber wir sollten doch vielleicht mal abwarten, ob man eine Schule überhaupt braucht. Also wenn es halt auch ohne Schule geht, warum wirft sich jetzt die Schule da davor und rettet uns, wenn es vielleicht gar nichts zu retten gibt? Ja, okay. Vollkommen d'accord. Das Ganze ist hier immer aus der Perspektive, dass wir Schule erhalten wollen. Wenn Schule allerdings nicht diesen Wandlungsprozess mitmacht, wird genau das passieren. Und die Frage ist, vollkommen gerechtfertigt, vielleicht ist es sogar besser so. Vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr. Ja. Also Entwicklung der Fähigkeit zur organisierten Wissensarbeit. Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass in der Flut von Informationen, die gerade dann im Studium auf einen zuströmen, wenn man die erste Arbeit schreibt, das ist so das erste Konfrontation mit unendlich vielen Informationen, weil in der Schule immer alles vorgefiltert war, man irgendeine Organisation da reinbringen muss. Wir bringen das den Schülern in der Regel in der Schule nicht wirklich bei, weil wir das Arbeitsblatt vorbereitet, didaktisch reduziert haben und der Schüler damit arbeiten kann und alle wichtigen Informationen darin findet. Akzeptanz von Komplexität, Kontingenz und intransparent. Wir müssen mit dem Stadium Always Beta lernen, leben lernen. So, es gibt nicht mehr unbedingt das fixierte Wissen, die Grundannahmen, die lange, lange Zeit stabil sind. So, und ich mache es jetzt mal eben so. Was wir hinter uns lassen müssen, unter der Perspektive, dass wir Schule da auch irgendwo retten wollen, einen allgemeingültigen Wissenskanon. Und richtig, wenn wir den weglassen, müssen wir eigentlich überlegen, was bleibt denn da noch von Schule, wenn wir nicht den allgemeingültigen Wissenskanon haben. Aber ist es wirklich wichtig, dass alle Schüler bis zum Abitur die Kurvendiskussion, den Zitronensäurezyklus oder die Indigo-Färbung in Chemie durchgemacht haben müssen? Ist es wichtig? Oder wäre es nicht eigentlich schön, wenn wir anfangen würden, Schülerinnen und Schüler oder Menschen, sage ich jetzt mal so, dann auch nach ihren Fähigkeiten zu fördern? Vielleicht haben wir dann schon kleine Professoren am Ende von 13 Jahre, die in dieses Schulgebäude gehen. Was kann man da alles lernen? Was hätten wir alles lernen können, wenn wir nicht das machen müssten, was wir eh inzwischen wieder vergessen haben? Wir müssen uns davon verabschieden, dass es abgeschlossene Aktionsräume gibt. Dieses Klassenzimmer ist anachronistisch. Ein abgeschlossener Raum gleichaltriger Menschen, die an der gleichen Sache arbeiten, ohne Kontakt zur Außenwelt. Darauf basiert Schule. Es lässt sich nicht länger eigentlich vernünftig und sinnvoll aufrechthalten. Die Vorstellung von Vereinzelung beim Lernen. Jede Abiturklausur, jede Prüfung schreibt ein Schüler alleine vor einem Blatt sitzend mit einem Stift auf dem Papier. Wer macht das später noch im Beruf? Wo wird diese Kompetenz gebraucht? Es mag einzelne Berufe geben, aber im Großen brauchen wir Teamplayer, brauchen wir Netzwerkmenschen, wir brauchen Leute, die ihr Wissen organisieren können, möglicherweise auch aufeinander verteilen können und die digital arbeiten. Die künstliche Begrenzung von Wissen habe ich ja eben schon gesagt. Das ist auch nicht mehr haltbar, dass der Lehrer irgendwo sagt, was als Information verwendet werden darf oder nicht. Die vorgegebene Bedeutung, dass der Lehrer weiß, ich warte mal kurz, bis es draußen... Die vorgegebene Bedeutung, dass der Lehrer im Grunde genommen die Deutungshoheit innerhalb der Klasse immer beibehält, zum Beispiel auch über die Notengebung. Das heißt, der Schüler ist da ja vorauseilend gehorsam und sagt, wenn der Lehrer das so sagt, werde ich ihm jetzt nicht groß widersprechen, auch wenn ich weiß, dass es anders ist. Und die monomediale Wissensaneignung, dass wir im Grunde genommen fast ausschließlich auf Papier in der Schule setzen. Und wenn wir digital arbeiten, dann ganz stark auf digitalisiertes Papier, aber noch nicht, ich sage jetzt mal Web 2.0-ig, kommunikativ, einfach weil auch der Modus Schule das kaum zulässt. Die Prüfungen sind anders und so weiter. Es gibt einzelne Schulen, die arbeiten damit und versuchen das, aber es ist extrem schwierig, das in den Lehrplan zu integrieren. Darf ich kurz? So. Halt! Ja, ich wollte jetzt noch sagen, das ist Punkt und ab jetzt können wir auch wirklich frei diskutieren. Entschuldigung. Ja, das ist in Ordnung. Und zwar, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit der
These, dass wir hinter uns lassen müssen einen allgemeingültigen Wissenskanon. Der mag nicht vielleicht das Niveau brauchen oder genau den Teil, den wir momentan vermitteln, aber es ist auch richtig, dass man einen großen Teil des Wissenskanons, den man in der Schule erfährt, später im Berufsleben nicht braucht. Aber doch und kontinuierlich, und das fällt mir gerade im politischen Raum unglaublich auf, immer wieder als gemeinsamen Bezugspunkt in der gemeinsamen Diskussion. Weil wenn ich zum Beispiel, wenn alle wissen, dass zum Beispiel Pflanzen dafür zuständig sind, was ist zuständig, aber dass zum Beispiel Pflanzen bei der Photosynthese Kohlenstoffdioxid aufnehmen und Sauerstoff abgeben und dass es in der Nacht andersrum läuft und solche wichtigen Details, das sind dann auf einmal Dinge, wo man sich eigentlich mit jedem, dachte man, sofort darüber einig wäre. Und spätestens, wenn dann irgendjemand auftaucht und seine eigentlich von allen, sei es nur aufgrund der Schule, als wahr angenommene Tatsache in Zweifel zieht, habe ich direkt darunter weitere Schichten in Chemie, Biologie, Physik, auf die ich mich als gemeinsamen Diskursbasis beziehen kann. Und das fällt weg, wenn ich nicht grundsätzlich davon ausgehen kann, dass mein Diskussionspartner aus meiner gesellschaftlichen, aber relativ weit gefassten Gruppe gleiche Wissensbezugspunkte hat wie ich. Weil dann weiß ich nie, wo ich quasi meine Diskussion ansetzen muss. Beziehungsweise ganz schlimm, wenn im Wissenskanon sogar Fähigkeiten fehlen, die ich brauche, um andere Informationen auch vernünftig bewerten zu können. Es wird dann zwar gerne gesagt, wir müssen das lernen, aber das Wissen eigentlich brauchen wir nicht, aber das lässt sich so sauber gar nicht trennen. Natürlich brauche ich eine Kurvendiskussion, um herauszufinden, zum Beispiel, ob irgendwie eine Argumentation, die irgendwie ein Maximum ermittelt hat, das korrekt getan hat oder nicht. Und im Zweifelsfall muss ich mir diese Fähigkeit dann, wenn ich sie brauche, aneignen. Und je mehr Fähigkeiten mir aber fehlen, desto mehr gedankliche Distanz habe ich zu allen möglichen Diskursen. Diese gedankliche Distanz kann man halt gesellschaftsweit relativ effizient reduzieren, wenn ich einen relativ hohen gemeinsamen Wissenskanon tatsächlich habe, auf den ich mich schnell und auf den ich mich auch in der gemeinsamen Kommunikation schnell beziehen kann. Es gab jetzt drei Meldungen. Eins, zwei, drei. Gut, dann prügelt euch, aber das war die Reihenfolge. Oder um den Draflo mal kurz zusammenzufassen, wenn wir als Gesellschaft nicht mehr die Schule machen, dann macht vielleicht jemand anders die Schule und das wird uns dann vielleicht gar nicht gefallen, was der in der Schule macht. Ja, ich würde das jetzt erstmal so. Soll darauf eine Antwort gegeben werden? Also ich würde es. Jens zerfasert es doch, oder? Ja, ich würde, wir müssten uns darüber einigen, was wie Schule definiert ist. Ja, aber Schule ist ja eine gesellschaftlich getragene Institution. Von daher ist das immer, dann kannst du mit den Privatschulen, das haben wir auch schon länger. Also das ist eine schwierige Diskussion, die ich jetzt im Moment erstmal auf Seite lassen würde, weil das im Grunde genommen nochmal darauf eingeht, ob wir Schule überhaupt noch brauchen. Das würde ich jetzt. Nein, aber das schließt ja auch daran an. Was deine Sache angeht, also wenn jetzt Statements von mir verlangt werden, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich etwas nicht weiß und es in einer Situation aber brauche, ist mir der Sinnkontext, warum ich etwas lernen soll, klar und ich habe etwas ruckzuck begriffen. Das heißt, ich lerne ich lerne viel, 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 viel schneller, wenn ich weiß, wofür und warum. Das heißt, diese Wissensaneignung hinten in den Rucksack ist eigentlich total ineffektiv. Deshalb, okay, wenn du sagst, dann hat man Anknüpfungspunkte für eine Kommunikation, mag das sein, wenn es bei dir im Kopf ist, aber geh mal rum und frag, wer weiß, wie die Photosynthese abläuft. Du weißt, es gibt, das ist schon weiter als einige andere. Ja, aber das kriegst du auch über Allgemeinwissen so vielleicht noch hin. Aber gut, zumindest glaube ich, dass dieses Fachwissen, was wir ab einer gewissen Klasse einfach machen, was sehr, sehr stark im Fach ist, in der Situation, wo du es brauchst, relativ schnell auch angeeignet werden kann. Ich würde sagen, dass es durchaus einen Kanon gibt, der aber in Klasse 6, 7 vielleicht aufhört und danach frei gestaltet werden könnte. Es ist zu diskutieren. Ja, mir ging es auch nochmal darum, du hast hier eine Liste, was wir hinter uns lassen müssen und den allgemeingültigen Wissenskanon. Da wollte ich von dir auch nochmal eine Verdeutlichung, die ansatzweise eben auch schon reinkam. Unter Wissenskanon, verstehst du damit die Gesamtheit des vermittelten Wissens oder eher im Sinne von einer Werkzeugkiste, die mir ermöglicht, im Sinne von auch wissenschaftlichen
zunächst mal Kompetenzen, zum Beispiel Umgang mit Statistiken, dass ich weiß, wie funktioniert eine Statistik, wie kann man sowas berechnen. Wir nehmen zunehmend Zahlen in unserem Alltag wahr. Die wenigsten Leute können mit diesen Zahlen aber überhaupt noch irgendetwas anfangen. Reden wir hier bei dem Wissenskanon über Kompetenzen oder reden wir jetzt einfach über sowas, was wir eben in so einem klassischen Lehrplan haben, wo es eben durchaus runtergeht, bis eben zu Fragen, wo man sich sagen kann, okay, da könnten wir jetzt aber auch statt im Kanon zu definieren, die müssen Werk XY gelesen haben, Werk was völlig anderes gelesen haben, wo es austauschbar wird. Also mich interessiert, in welcher Absolutheit du diese Aussage hier triffst. Durchaus auf beides bezogen. Also inhaltlich sicherlich noch viel, viel stärker als bei den Kompetenzen. Aber selbst auf dieser Ebene gibt es Dinge. Also der Gedanke, der da dahinter steht, vielleicht führe ich das mal kurz ein bisschen aus. Natürlich gibt es Handwerkszeug, nenne ich das jetzt mal, was Schülerinnen und Schüler sinnvollerweise erlernen, um überhaupt anfangen, selbstständig auf Entdeckungsreise zu gehen. So, das sicherlich. Es gibt aber dann ganz, ganz viele Fachinformationen und Fachspezifikationen, die wir in der Ende der Sekundarstufe 1 und vor allen Dingen in der Oberstufe lernen, wo der Schüler Interesse in der Regel an 1, 2, 3 Fächern auch wirklich hat, aber eben auch noch in 5, 6 anderen Fächern sitzt und sich da durchquält. So, und das ist eigentlich verschwendete Zeit, weil der Schüler da Dinge tun muss, die ihm nachhaltig wahrscheinlich nichts mehr helfen, aber die Dinge, die ihm Spaß machen, nicht Spaß, das klingt immer so, Dinge, wo er einen Flow erlebt, wo er drin aufgeht, nicht machen darf. Und er wird sich aber hinterher fürs Studium wahrscheinlich für die Dinge entscheiden, wo er dieses Flow-Erlebnis auch mal irgendwo im Unterricht gehabt hat. Und ich würde gerne einfach anfangen zu relativieren, dass diese Vereinheitlichung der Abschlüsse, die wir da oben machen, einfach kritisch zu sehen ist. Ich glaube, wir brauchen nicht, also das meine ich nicht, das betone ich jetzt auch einfach. Ich meine nicht, dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr schreiben, lesen lernen sollten, weil es reicht auch, wenn er Mathematiker ist, muss er ja nicht wirklich schreiben können. So, das ist natürlich Blödsinn. Das heißt, es gibt Grundfähigkeiten, die erreicht werden sollten. Und ich hatte eben diese beliebige Linie jetzt 7., 8. Klasse genommen. Ich glaube, dass ab da, wenn man die Pubertät mal noch rausnimmt, da müsste man nochmal ein anderes System auch für Schule suchen, ab da Vertiefungen stattfinden, die vielleicht auf weniger Fächer reduziert, aber da umso tiefer gehen können. Und wenn es dann um die Kompetenzen geht, Statistiken, die kann ich sowohl in Englisch wie in Mathematik wie in Deutsch, kann ich in ganz vielen Fächern als Verwendung, also als Handwerkszeug, als Tool dann auch nutzen lernen. Das muss ich nicht immer alles in den entsprechenden Fächern machen. Und es gibt so viele Fächer, die wir nicht an der Schule haben. Ganz kurz nur. Also ich habe insofern da ein Problem, als dass wir einfach sehr oft Gruppen haben, die einfach sagen, was nutzt mir das? Und da kam ja diese Frage eben auch schon wieder. Und wir haben Gruppen, die sind sehr, sehr gut von ihrem Umfeld in der Lage, auch Sachen nachzuholen, sich selbst zu erarbeiten. Ich sehe es aber gerade auch im Umfeld von Jugendlichen, die, ich sage jetzt mal einfach, bildungstechnisch einfach Handicaps haben, dass du genau diese Gruppen noch weiter abhängst, indem du eben sagst, da ist auch überhaupt nicht mehr der Anspruch da. Wenn die sagen, sie brauchen das nicht, die vertiefen auch nicht. Also ich finde es unglaublich wichtig, selbstmotiviertes Lernen und da zu vertiefen. Ich glaube allerdings, dass dieses allgemeingültige, die Verneinung des allgemeingültigen Wissenskanons ganz, ganz, ganz ans Ende gehört. Und okay. Bei deiner Auflistung ist es ganz oben und eigentlich eine der Voraussetzungen von dem, wie es weitergeht. Das muss am Ende rauskommen, wenn ich die Aktionsräume aufgeschlossen habe. Es ist ein Ergebnis daraus, ja? Okay. Nicht eine Voraussetzung. Okay, Reihenfolge umgedreht, geschenkt. Aber die demotivierten Jugendlichen, die nicht in die Bildung sich vertiefen wollen, die sind demotiviert und nicht in der Bildung vertieft im bestehenden System.
So, und da kann man sich ja fragen, ist eventuell unter anderen Bedingungen, steckt in denen aber schon etwas, was sie begeistert hätte, wenn sie es angeboten oder wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, dem auch zu folgen. Also von daher, ich... Genau, aber das gilt es dann zu beachten, wenn man die als Beispiel heranzieht, weil der Grund dafür ist vielleicht gerade das, dass sie eben nicht machen konnten, wo ihr Herz für schlägt. Ja, eine Sache, die du noch gar nicht bisher angesprochen hast, sind Noten. Und zwar hast du ja angefangen mit, ne, Bücher haben an sich eine gewisse Normierung mit sich gebracht und einen Wissenskanon und den... Ja, dann gibt es halt Lehrpläne und dann kann man das abfragen und wir haben ja im Moment, ist es ja de facto so, dass wir total darauf aus sind, auch alle miteinander schön zu vergleichen, damit man die auch hinterher am Arbeitsmarkt anhand so einer komischen Zahl vergleichen kann. Ja, was folgt denn eigentlich aus deiner Sicht aus diesen Forderungen für das Schema Noten und Bewertung? Hast du ja gerade im Grunde genommen schon deutlich gemacht. Die sind auch nicht mehr kompatibel. Ich habe es erwartet. Ja, ja. Aber ich wollte es nochmal hören. Nee, ist so. Und ich weiß nicht, ob. Also, ich habe selbst Schule erlebt. Also, ich bin heute Lehrer, gebe Noten, ja, aber ich habe selbst Schulzeit erlebt, in der ich bis in die 10., 11. Klasse keine richtigen Noten bekommen habe. Und das funktioniert ausgesprochen gut. Das heißt, diese Vorstellung, Schüler lernen nur, weil sie eine 1, 2, 3, 4, 5 bekommen. Also bei einer 5 ist es dann die Qual, dass man doch jetzt endlich eine 4 bekommen möchte. Und bei einer 1 ist es gut. Und bei einer 2 musst du dich aber nochmal anstrengen. Eine 1 geht doch auch. Also es ist immer irgendwo so ein Messen und untereinander vergleichen. Schüler lernen auch ohne. Und wir haben, das ist sicherlich eins der ganz, ganz starken Paradigma, die bei uns in der Schule leben, dass wir diese Noten unbedingt brauchen. Genauso wie wir glauben, dass wir an der Handschrift hängen würden. Wir haben auch gar nicht diskutiert. Wir könnten anfangen, darüber zu diskutieren, ob wir wirklich den Schülerinnen und Schülern Handschrift beibringen müssen. Da ist es nämlich durchaus kritisch. Lesen, Schreiben, Rechnen, okay, aber Handschrift, ist es noch nötig? Oder ist es im Grunde genommen nur ein Leitmedium, was wir denen willkürlich beibringen? Kann auch die Schreibmaschine sein. Aber müssen wir nicht aufmachen, das Fach. Nur ich wollte sagen, also das sind so Dinge, die stehen in der Schule so stark drin, wenn du da dran gehst, hast du immer eine sehr stark emotionale Diskussion. Ja, die sind ja auch in der Gesellschaft drin, ja, ja, und genau. Arbeitswelt und alles. Genau. Ja, einmal will ich eine Bemerkung dazu machen, weil du vorhin gesagt hast, ja, Statistik könnten wir ja auch irgendwie dann in der Biologieunterricht machen. Ja, ist ja schön, das kriegt ja Schule schon seit Jahrzehnten nicht hin. Also im Prinzip hätten wir schon vor 80 Jahren sagen können, ja, schön, dass wir Englischunterricht machen, aber warum mache ich den nicht in Chemie? Ja, ich habe meinen Englischunterricht, das waren ein paar Alltagssituationen und ansonsten fiktionale Literatur, da kriegen sie auch nie kombiniert, mal irgendwie einen Englischunterricht oder überhaupt irgendeinen Sprachunterricht mit wenn du gleichzeitig Inhalte unterrichtest. Also insofern bin ich da skeptisch, dass Schule jetzt auf einmal dazu in der Lage sein sollte. Zweiten, ich wollte ja vorhin nur sagen, diese Kommunikationstechniken, ob das halt unbedingt in die Schule sein soll, weil mir scheint das relativ beliebig zu sein, was jetzt Schule für sich selbst als ihr Aufgabengebiet betrachtet und was nicht, weil die Schule sagt dann halt, ja, den Leuten Schuhbinden will ich nicht beibringen, aber Handschrift schon, aber Tippen nicht, aber jetzt mit dem Computer umgehen wieder doch. Ja, warum eigentlich? Würfeln die das aus oder denken die sich da was dabei? Also manchmal verstehe ich das nicht so richtig. Und dann noch eine Frage, gibt es andere Länder, die halt andere Schulsysteme haben, die nicht so buchbasiert wie unsere? Also ich nehme an, jetzt vielleicht so Entwicklungsländer, die halt diese Traditionen halt nicht haben, die jetzt weniger Stress haben, sich umzustellen. Und kann man da vielleicht irgendwie was lernen? Weißt du da was? Was war der erste Punkt? Ja, das erste waren ja nur so Bemerkungen, also mit diesem Englischunterricht und so, Chemie genau. Kombiniert. Gut, dann lasse ich das mal so stehen. Also als Frage war nur das letzte gemeint. Also gibt es halt andere Schulsysteme außerhalb Europas beispielsweise? Ich gehe eben auf das zweite noch ein, weil wo wird entschieden, ob jetzt Handschrift oder Computer oder ob jetzt der oder das? Das ist, sind die Lehrpläne? Die werden von den Ministerien erarbeitet in Rücksprache mit den Schulen und dann irgendwann verabschiedet. Also das ist, wenn ich jetzt so möchte, ja, das ist der formale Prozess. Genau. Aber ich habe mich halt auch vor 10 Jahren gefragt, warum macht man den Führerschein nicht in der Schule? Macht doch eh jeder. Ist doch Käse außerhalb. Ja, das ist,
es ist letzten Endes ist es ein gesellschaftlich verhandelter Kanon, der da irgendwo zugrunde liegt, aber die Frage ist durchaus, warum nicht die anderen Sachen? Vielleicht ist es einfach eine Bürokratie, die sich eingeschliffen hat und die das so macht, weil sie es immer schon so macht und zwischendurch schmeißt man was raus, tut was rein, würfelt ein bisschen rum und dann war es das. Ich bin zu wenig, um da jetzt wirklich ganz konkrete Beispiele zu nennen, aus anderen Ländern drin. Grundsätzlich, was zum Beispiel die Adaption von Computern angeht, das OLPC-Projekt, One Laptop per Child, wird in den Ländern, wo es eingeführt wird, in der Regel sehr offen und aufgenommen und führt dort auch dazu, dass die Lehrer in diesem, also ich habe mit einem mal gesprochen, der das machte, er meinte, es ist nicht ganz ungefährlich, weil die in diese pädagogische Sache auch reingehen, aber die Lehrer sind offen dafür und merken, wie die Schüler sich begeistern und sagen dann, das nutzen wir. Ja? Und wenn wir bei uns in Deutschland die Laptop-Klassen, das sind immer Leuchtturmprojekte oder iPad-Klassen oder was auch immer noch, und ein Leuchtturmprojekt bedeutet immer, dass die Aufmerksamkeit darauf fokussiert wird, weil es ein Leuchtturmprojekt ist und eben nicht in die Masse geht. Die Masse der Schulen macht das Gegenteil, die verbietet die Handys. Anstatt zu sagen, bringt die mit, ihr habt die doch schon alle, wir brauchen überhaupt keine Laptop-Klassen mehr einzuführen. Also ganz so ist es nicht. Wir haben immer noch das Problem der sozialen Ungleichheit da, was wir irgendwie kompensieren müssen. Aber grundsätzlich, die Masse der Schule verbietet es und Leuchttürme werden dann vorgeschickt, um zu sagen, ja, aber wir könnten. So. Die Schulsysteme in Schweden, das haben wir mit PISA, sind viel flexibler, was solche Sachen angeht, was Zeiteinteilungen angeht. Es gibt Schulen, die haben keine richtigen Lehrerzimmer mehr. Da gibt es Schüler- und Arbeitsräume, die laufen ineinander. Also der Mut, da neue Wege zu gehen, das ist vielleicht auch nicht in der Breite, aber der Mut, grundsätzlich auf diese Art und Weise neue Wege mal zu gehen, ist in anderen Ländern, also jetzt in diesem Fall Schweden, die Schulnamen kann ich aber auch nochmal irgendwo dokumentieren, viel, viel mehr gegeben. Also in Deutschland ist eine Reformschule eine, wo man immer noch im Rhythmus, aber dann eben morgens Lernbüro und danach dann 2 Stunden Englisch oder sowas hat. Aber es bricht nicht ganz auf. Wir sind immer noch in so einer Vorstellung von Taktung drin. Oliver, du hattest gerade so, oder? Eine ganz kleine Anmerkung, also warum Schulen nicht zum Beispiel mal Statistik im Bio machen. Ich habe mich nur daran erinnert, dass ich Erdkunde in Englisch hatte. Also es gab es, ist jetzt nicht so ein Riesending, aber vor 10 Jahren halt vereinzelt gab es das halt auch schon. Also ich habe gelernt, Deutschaufsätze zu schreiben, als mein Sovi-Lehrer mir mal einen ausführlichsten Kommentar unter die Sovi-Klausur gepackt hat. Also so diese Querschläger im positiven Sinne gibt es ja auch heute schon. Ja. Gut. Also wir sind jetzt auch 36. Gibt es noch? Gut, weil dann würde ich jetzt hier das beenden und danke für die Aufmerksamkeit.